geht es in dem Musical? Das sind Bilder, Momente aus dem Leben der heiligen Elisabeth von Thüringen. Wir haben einfach kurze Momente, Schlüsselmomente aus ihrem Leben genommen, die man gut für Kinder und Jugendliche gut erzählen kann. Die heilige Elisabeth von Thüringen haben wir uns ausgesucht, weil wir auf der Suche nach einer Thematik waren, die sehr viel mit unserem heutigen Leben zu tun haben kann. Und so ein Royal-Gefühl haben wir gedacht, es gibt auch ein bisschen, zunächst mal als Einstieg ein bisschen klarer. Was die musikalische Umsetzung betrifft, kommt natürlich als zusätzliches Kriterium hinzu, dass eben nicht ein Komponist oder Komponistin, sondern sechs KomponistInnen mitgewirkt haben. Das bringt per se schon mal eine klangliche und musikalische Vielfalt. Und das finde ich gerade bei diesen Gemeinschaftsprojekten auch immer das Schöne. Da gibt es jetzt nicht den einen Personalstil bei der Musik, sondern sehr viele verschiedene. Und das gibt ein divergierendes Bild, das sich aber, glaube ich, auch bei diesem Musical wieder einmal sehr schön ergänzt und dann dadurch auch sehr interessant und spannend für die Kinder. Also es gibt eine ganze, wie ich finde, eine ganz große Bandbreite an verschiedenen Stilen. Da gibt es einmal funkige Nummern, es gibt aber auch sehr klassische Sachen. Es gibt ein bisschen Mittelalterkolorit, muss man auch sagen. Das passt natürlich auch. Es ist natürlich auch immer provoziert durch den Text, muss ich sagen. War auch gewünscht. Kreuzfahrerlied zum Beispiel. Genau. Es gibt sogar einen Walzer. Also ich nur mal, um ein paar Beispiele zu nennen. Es ist ein sehr breites Bild. Und was ich feststellen kann, ist, dass den Kindern es sehr viel Spaß macht, das einzustudieren. Weil man auch immer wieder neue Aspekte für sie reinbringen kann. Alle Chorleiterinnen bereiten jetzt ihre Kinder vor und wir kommen dann zu der Hauptprobe und zu dem Hauptprobe erstmalig mit dem großen Chor, der aus nach vorsichtigen Schätzungen geht man jetzt von 130 Kindern aus der ganzen Stadt aus, die sich da treffen, Kinder und Jugendliche. Kommen wir dann zusammen, haben diese beiden Proben, die dann aber auch schon mit Szene und allem laufen in der Franz-von-Sales-Kirche. Und dann muss es funktionieren. Das ist nicht sehr üppig, die gemeinsame Probezeit, aber auch organisatorisch nicht anders zu regeln. Parallel dazu laufen aber jetzt auch schon seit etlichen Wochen die szenischen Proben für die Kinder, die eine Sprech- oder Singrolle haben. Das sind auch nochmal 14 Kinder aus der ganzen Stadt, die sich darum bewerben konnten. Es gab dann ein Casting mit der Regisseurin, das ist die Friederike Beetz, die auch seit vielen, vielen Jahren schon für mich und auch andere Kirchenmusiker in Düsseldorf immer wieder mit großem Spaß und mit großer Kompetenz solche Musicals inszeniert. Auch das ist für die Kinder immer eine große Freude, wieder mitwirken. Also diese Proben laufen auch schon parallel mit den Rollenkindern, mit ihr. Und da kommen in diesem Prozess jetzt natürlich noch so aus dem, was sie da feststellt am Ablauf der Rollen, kommen da noch so Anfragen an den Text, beziehungsweise auch an Zwischenmusiken oder Ouvertüre. Das machen wir jetzt noch auf den letzten Drücker, aber das ist so. Es gibt eine sechsköpfige Band, die das Ganze musikalisch begleitet. Also jeder hat seine Stücke für diese Besetzung arrangiert. Das kommt auch nochmal hinzu, mit denen werden wir dann vorher nochmal eine Probe machen und anschließend kommen die noch dazu. Das ist also auch nochmal ein zusätzlicher Faktor. Die Kinder kommen halt alle in einen Raum, den sie vorher oder die meisten von ihnen vorher nicht kannten. Und also es gibt eine Menge Elemente bei dem Ganzen, die es sehr spannend machen, aber ich bin sehr zuversichtlich. Ich denke auch, wenn sich das alles zusammensetzt, wenn man auch dieses Gefühl, Gemeinschaftsgefühl erlebt, Franz von Sales ist auch eine Kirche, die sehr fokussiert auf den Altarraum ist, die sehr, sehr stark in ihren Bänken ansteigt. Das ist schon fast ein Theaterraum, der auch seine Schwierigkeiten mit sich bringt. Also man kann nichts im Versteckten tun, man kann niemanden hinterstellen und sagen, du räusperst dich jetzt oder ziehst dich um. Es ist alles einsichtig, das löst Friederike auch ganz toll. Also wir haben darüber schon gesprochen. Aber es ist dadurch, dass der Raum auch vielen gar nicht so wirklich als ihr eigener Kirchenraum bekannt ist, es ist ein idealer Ort, um sich dort gemeinschaftlich zu finden. Niemand hat so das Hausrecht im engeren Sinne, wobei die das Hausrecht wirklich haben, da hat Klaus schon richtig gesagt, wirklich unglaublich engagiert, dass das ganze Vorhaben unterstützen. Also das sind tolle Bedingungen. Und von meiner Seite, das letzte
was ich erwähnen möchte, ist, dass es mir auch vom Thema her wichtig ist, zu zeigen, dass nicht die Heiligen verehrt werden, sondern das beispielhaft ist, was sie tun. Also es langt einfach nicht an einer Holzfigur, ich habe es vorher schon mal gesagt, oder auch eine sonst wie geartete, starre Figur dort zu haben, wenn die Geschichte, wenn das Handeln, das diese Menschen erst zu Vorbildern für uns gemacht hat, wenn dieses Handeln nicht lebendig wird. Und das wünsche ich mir, dass das Handeln von Elisabeth in vielerlei Form lebendig wird.